Hallo und willkommen zurück zu Rift. Ich krieg wieder nicht keinen Artefakt oder sowas. Nix krieg ich. Nix. Immer auf die armen Kleinen, die sich nicht wehren können. Ich habe gerade noch mal das Ende von wie heißt es? Ich komme bestimmt gleich drauf. Selbst ist die Braut. Geguckt. Sehr schöner Film, kann ich sehr empfehlen. Ist unglaublich lustig. Da dachte ich mir dann aber so, also ungelogen, das Lustigste ist, nachdem der Film beendet wurde. Muss ich denn hin? Zum Südwall-Bunker, ne? Also das ist wirklich einfach nur so lustig, wenn dann so hingeht und dann so: Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Blau. Und was ist Ihre Lieblingsfarbe, wenn sie nicht da ist? Ich weiß es nicht. Das ist geil. Also irgendwo, weil sie ist halt in der Beziehung sehr dominant und auch insgesamt ein sehr dominanter Mensch. Aber das muss man sich mal vorstellen, wenn so ein Kerl so derb unterdrückt wird, beziehungsweise sich unterdrücken lässt, dass er nicht mal eine eigene Lieblingsfarbe mehr selbst entscheiden kann, ist es schon irgendwie sehr arm, finde ich. Nur natürliche Zutaten, das ist genau das, was wir brauchen. Ich werde dafür sorgen, dass sich unser eigener Alchemist sofort an die Arbeit macht. Dann mach mal. Das ging ja fix. Ködertausch. Das Gift ist bereit, Datana. Wir sollten es nicht länger aufschieben. Unser Zeitfenster könnte sich jeden Augenblick schließen. Nehmt diese Phiole und tauscht das Elixier gegen unser eigenes Gift aus. Es gibt ein paar Freiwillige, die euch begleiten und euch an den Wachen vorbeihelfen möchten. Wenn das kein Beweis für den Eindruck ist, den ihr hier gemacht habt, dann weiß ich es auch nicht. Seid vorsichtig. Okay. Du? Anzünden und niederreißen. Zeit, etwas Schaden anzurichten, auserwählte Seele. Diese Monster müssen sich um etwas anderes als ihre Mägen sorgen. Ihr Lager scheint einige Totems zu enthalten, die wahrscheinlich abergläubische Bedeutungen haben. Stoßt sie um und zündet ein paar Sachen an. Wenn ihre Häuser brennen, wird ihnen bald der Appetit vergehen. Sowas finde ich nicht in Ordnung. Lange verschollene Liebschaften. Henry lebt? Sobald die Straßen sicher sind, werde ich zu ihm gehen. Ach, ich kann euch einfach gar nicht genug danken. Warm tun war die Olle natürlich nicht, ne? Finde ich ein bisschen. Okay, und was ist das? Ach so, das ist ja, das sammeln wir nicht, weil das ist ja irgendwo am Arsch der Welt. Das ist ja nicht die Richtung, wo wir hinwollen. Ja, worauf ich hinaus wollte, ganz ehrlich, ich hätte doch keinen Respekt vor einem Mann. Oh, das ging aber fix. Ich hätte doch keinen Respekt vor einem Mann, der hingeht und sich von mir sogar seine Lieblingsfarbe vorschreiben lässt. Ich meine, okay, ich habe einen Ex-Freund, der sich von mir auch am liebsten die Klamotten hätte rauslegen lassen. Wo ich auch gesagt habe, nein. Da ist ein Schrank. Wenn du irgendwas willst, suchst du dir selber raus. So, nee. Weiß ich nicht. Das ist das. Nee.
Da hört's bei mir komplett auf, wenn sich jemand so unter die Fuchtel stellt. Unheilige Knochenschmiede. Aha. Das ist das Neue, wo wir jetzt sind, ne? Oh, guck mal, mein Pet ist wieder da. Auf geht's und danach kommt gleich ein Artefakt. Sehr schön. Kämpfen wir schon? Nein. Aber wir sagen mal Hallo. Und hier gibt es keine Quests? Das ist ja seltsam. Aber buffen könnte ich. Ja, warten wir auf schöneres Wetter? Wir haben gerade erst angefangen. Kein Kommentar. Wahrscheinlich geht's jetzt richtig los. Ist wahrscheinlich so einer, der dann alles pullt. Deswegen muss er gucken, ob wir alle da sind, damit er auch irgendwie gefühlte 3 Milliarden Viecher pullen kann. Weil ansonsten überlebt er es ja nicht. Vor allem nicht ohne Heiler. So, ich könnte hier meinen Windfritzen holen. Gut. Wir schauen dann mal zu, ne? Ich meine, wir haben hier eine wunderschöne Kuppel, die uns ausschließt. Aber so schnell der erste Boss ist sehr fix. Ja, macht nur weiter. Die schaffen es auch alleine, ist jetzt nicht das Problem. Oh. Was sind die anderen für Gilden? Schattenwolf? Das ist die Own-Tante? Kleriker heilen. Nein, der hat keine Gilde. Und der? Oh, das kann ich nicht lesen. Dainova. Okay. Aber den Heiler könnte irgendjemand mal heilen, wa? Und oder schützen. Stärke brauchen wir nicht. Übrigens, für die, die sich wundern, ich würfel immer Gier. Weil ich meine, wenn es jemand haben möchte, soll er Bedarf würfeln. Das ist so, also wenn ich was haben will, dann würfel ich Bedarf. Wenn ich irgendwas nur verkaufen möchte, dann würfel ich Gier. Irgendjemand regt sich im Innenhof gerade wieder auf. Schon der nächste Boss. Geht's los? Anscheinend. Jetzt sind wir auch eingeschlossen. Okay. So, macht er irgendwas Tolles? Ich meine, ich gehe davon aus, bunter Boden böse. Aber naja, die paar Spinnen halt.
anderes angreifen können wir auch nicht so richtig. Pet ist wieder da. Das Pet ist schon wichtig. Also, ich würde jetzt vielleicht nicht sagen, wichtiger als der Raid, aber beziehungsweise die Inni, aber ist schon wichtig. Oh cool. Ich habe die Handschuhe gewonnen. Und sie haben ein neues Aussehen. Ich bin ja gespannt. Ich hab die aber nicht gepult, oder? Naja, sammel mal ein. Was schon. Würde ich sagen, dotten wir die alle mal zu. Jetzt mehr AE. Die erinnern so ein bisschen an Engel, hm? Mit den Flügelchen. Sind aber Hexenmeister. Ich hoffe, das hört man nicht so sehr, dass die im Innenhof umkrakehlen. Weil ich finde das ja schon ein bisschen nervig. Was ist das hier für eine Landebahn, wenn ich fragen darf? Macht die irgendwas Tolles? Das finde ich ganz interessant zu wissen. Nee, aber nicht. Jetzt auch. Die Landebahn ist weg. Da ist sie wieder. Komisch. Ich werde eure wertlosen Körper zertrampeln. Müssen wir vor den weglaufen? Ich gehe davon aus, dass wir da nicht drinnen stehen sollten. Das war jetzt nicht unbedingt so schwer. Das habe ich gerade so hinbekommen, das Ausweichen. Ne, ich spiele jetzt auch auf dem Tablet von einem Freund Plants vs. Zombies 2. Geht ja leider nicht auf dem Rechner, außer mit Emulator-Zeugs. Hatte ich keine Lust, also hat mir ein Freund sein Tablet geborgt. Das ist eigentlich schon lange her, aber ich habe jetzt wieder angefangen, das zu spielen. Weil irgendwann hatte ich keine Lust mehr. Das Blöde ist, dadurch, dass ich aber kein WLAN habe, habe ich die ganzen Updates nicht, die da schon kamen. Da muss ich jetzt mal auf Arbeit nachfragen, ob ich mal kurz das WLAN nutzen darf. Oh oh, oh oh, ich glaube, ich habe gepult. Nein, das greift mich nicht an. Hoffentlich. Ich habe den Faden verloren. Achso, ja, muss ich mal fragen, ob ich den sozusagen nutzen darf. Das WLAN. Weil ich habe einfach keins. Ich habe, glaube ich, 4 Anschlüsse für LAN. Aber kein WLAN. Das hätte, glaube ich, irgendwie so 5 Euro mehr gekostet im Monat. Und da dachte ich mir so, brauche ich eigentlich nicht. Weil ich habe ja nur meinen Rechner. Ich besitze keinen Laptop.